Besuch aus Washington in Brüssel. Der US-Sondergesandte für Afghanistan und Pakistan, Richard Holbrooke, trifft den EU-Außenbeauftragten Javier Solana. Thema: die Lage der Flüchtlinge in Pakistan. Im Grenzgebiet zu Afghanistan geht die Regierung auf Druck der USA militärisch gegen die radikalislamischen Taliban vor. Rund 2 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Holbrooke fordert von den EU-Staaten mehr Hilfen. Dies sei auch eine strategische Frage. Für einen Erfolg in Afghanistan müsse es auch Stabilität und Kontrolle auf der pakistanischen Seite geben. Deutschland hat seine Flüchtlingshilfe für Pakistan kürzlich um 1 Million Euro aufgestockt. Insgesamt hilft die Bundesregierung dem Land in diesem Jahr mit fast 30 Millionen Euro.